Und deshalb frage ich dich, Heike Glober, willst du den hier anwesenden Gerd Stöcker zu deinem Ehemann nehmen? Ja. Ja, die ist da. Das kann ich machen, ja. Einen Moment. Da ist ein Anruf für Sie. Hallo? Mutti, warum rufst du gerade jetzt? Ja, ich hab zu tun. Ich heirate gerade. Weil du sowieso nicht gekommen wärst. Ja, ich weiß, dass du Gerd scheiße findest. Ja, aber es ist mein Leben, das ich versaue. Weil er viel Geld hat. Nein, nein, wir haben keinen Ehevertrag gemacht. Ja, richtig, weil ich dann die Hälfte... Ja, okay, ich dich auch, Mutti. Ja, ich rufe dich morgen. Ja, tschüss. Was war das denn? Wie mutig so sind. Können wir weitermachen? Willst du ihn lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Dann antworte jetzt. Franziska! Karen! Ich hab hier was. Was denn? Zeigen Sie mal, Frau Doktor. Wow! Wow! Ziemlich gut erhalten, aber was ist das? Es lag im Grab eines ägyptischen Kriegers. Es könnte ein Kultobjekt sein. Oder ein Fruchtbarkeitssymbol. Ich weiß nicht. Es sieht eher aus wie eine Art Kommunikationsmittel. Vorsichtig. Das sind Tasten. Das könnte ein Schriftfeld sein. Steht was drauf? Karen, ist das altägyptisch? Nein, das ist deutsch. Was? Bist du dir sicher? Ja, da steht ein Anruf in Abwesenheit. Mensch, das gibt's doch nicht. Franziska, hörst du? Es tutet. Dass ich das noch erleben darf. Ja, hier ist Ramses der Zweite. Mann, Kleopatra, halt doch mal die Schnauze, ich telefoniere hier. Hallo? Was machen wir denn jetzt? Wenn wir damit an die Öffentlichkeit gehen, stellen wir die komplette Geschichtsschreibung auf den Kopf. Falls uns überhaupt jemand glaubt. Die Sache ist zu heiß. Niemand darf hiervon erfahren. Niemand. Okay. Was ist das? Das könnte eine Kopfbedeckung sein. Oder was Medizinisches? Ich bin ja gar nicht für lang. Oh, sorry, mein Handy. Das ist mir jetzt aber wirklich peinlich. Kein Problem. Immer da, wo man schlecht drankommt. Nee, da ist es aber nicht. Moment, wahrscheinlich in der Tasche. Ach, das ist mir jetzt wirklich unangenehm. Ja, das passiert mir alle Nase lang. Ja, nee, da ist es nicht. Da hinten. Moment. Ja, tut mir leid. Gleich hab ich's. So. Augenblick noch. Wer hat gelacht? Hm.
Mädchen. Ich hab's gleich. Ah! So. Ja, hallo. Oh, jetzt sind Mailbox dran gegangen. So, wie lange stehen wir hier? Dann lang. Aber das ist so gut, wie das ist. Ich muss ins Büro, ich wollte dich nicht aufwecken. Mach doch nichts, ich döse hier noch so ein bisschen rum. Und? Hast du gut geschlafen? Ach, geht so. Also ich finde großartig. Weißt du, ich habe vornehmlich 1000 Schauergeschichten über dich gehört. Was? Was denn für Schauergeschichten? Ach. Dass du deine Freunde häufiger wechselst als deine Unterwäsche zum Beispiel. Ich trag doch gar keine Unterwäsche. Das weiß ich jetzt. Ach ja, und dass du deine Freunde immer verarscht und... Hey, lass die Penner quatschen so viel, wie sie wollen. Du bist großartig. Danke. Tja, ich hoffe nur, dass du kein schlechtes Gewissen hast wegen der Geschichte hier. Ach was, kein bisschen. Ich nehme mich auch nicht. Ich kann seelenruhig in den Spiegel gucken und sagen, hey, das hat sich gelohnt. Mach das. Ja, ich bin jetzt zum... Bisschen hektisch. Ciao. Ich ruf an. Mach das. Hi, ich bin's. Ja. Ja, pass auf. Knappe Führung. Der Typ sieht aus wie eine Klowand. Ja. Okay, ja gut. Viel Glück. Tschüss. Frau der Förster? Ach, Tito, was tun da? Was tun Sie, Tito? Ach, Tito, was tun wir, Tito? Was ist, was ist? Was tun Sie, Tito? Warte, wie ist denn da? Verwählt. So, ganz kurzer Benchmark-Check, weil ich ja gleich zu unserer Niederlassung nach Luxemburg muss. Wir hatten uns gestern ein paar Ziele gesetzt. Herr Schnauz, wollen Sie anfangen? Was haben Sie in den letzten 24 Stunden erreicht? Ja. Also, ich bin bei Doodlejump mittlerweile an den weißen Wolkenbalken vorbei und an den brüchigen Keksbalken und habe das dreirüsselige Warzenmonster abgeschossen. Okay. Was ist der Angry Birds Stand? Immer noch dritte Welt, Level 18. Aber... Herr Wille hat mir da eine neue Strategie empfohlen. Ja, wenn man den schwarzen Bombenvogel auf das Schnurrbartschwein schießt, stürzt das Holzgerüst ein und begräbt die Helmschweine unter sich. Okay, bleiben Sie dran. Mhm. Morgen will ich ein Update. Frau Weigand, was gibt's Neues in Ihrem Bereich? Ja, ich habe gestern meinen Ex-Freund auf Facebook angestupst. Mhm, und? Er hat noch nicht zurückgestupst. Nach 24 Stunden noch nicht zurückgestupst. Vielleicht sollten wir uns mal über Ihre Performance unterhalten. Ihr Katzenfoto hängt seit letzter Woche auch immer noch bei 4 Likes. Hm? Was läuft denn da bei Ihnen schief? Es tut mir leid. Ja, gut. Da halten wir uns ausführlicher drüber, wenn ich zurück bin aus Luxemburg, ja? Das war's von mir. Sonst noch irgendwas? Ja! Die Helmschweine sind tot. Das ist der Spirit, meine Damen und Herren. Das ist das Spirit. Ja, 3-4 Mal. Frage essen Sie schon was. Am besten, wenn er Hunger hat, einfach ein Fläschchen machen mit dem Milchpulver. Und wo finde ich das? Milchpulver ist hier im Schrank. Am besten nimmst du die 2er Folgemilch
Dann schläft er auf jeden Fall durch. Okay, weiß ich Bescheid. So, und natriumarmes Wasser haben wir hier drüben. Bitte immer darauf achten, dass es nicht zu heiß ist. Immer erst vorher kurz mit dem Ellbogen testen, ja? Okay. Und Ihnen macht es wirklich nichts aus, dass ich gar keine Erfahrung habe als Babysitterin? Was? Nein, absolut nicht. Ach, Quatsch. Nein, nein. Irgendwann muss man ja mal anfangen. Sie schaffen das schon. Was ist, wenn er doch noch mal aufwacht? Dann hat er wahrscheinlich nur seinen Schnuller verloren. Dann den Schnuller einfach wieder zurück ins München. Vielleicht noch mal die Spieluhr aufziehen. Dann kennt er schon. Kann ich Sie trotzdem irgendwie erreichen, wenn was ist? Ah, ja. Ich habe Ihnen hier die Handynummer von meinem Ex-Freund aufgeschrieben. Wenn irgendwas ist, he's the man. Und Ihre Handynummer? Das ist gerade ganz blöd. Ich habe den Anbieter gewechselt und irgendwie haben die Nummer noch nicht freigeschaltet. Ich rufe dann einfach dann und wann hier an, okay? Als ich es heute Nachmittag versucht habe, war die Leitung aber tot. Stimmt. Dann eben auf dem Handy. Meine Nummer haben Sie noch? Bestimmt. Sonst kriege ich die irgendwie raus. Oh! Nur falls was ist, können Sie mir noch sagen, in welchem Kino Sie sind? Kino? Ach so, ich bin im Metropol. Alles klar? Ja. Dann weiß ich Bescheid. Ja. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Oh, ist dir der Schnulli rausgefallen? Ja. Die Mama kommt gleich. Hey, Sie können doch nicht einmal die Vorfahrt nehmen. Ah, sorry. Habe ich nicht gesehen. Mein Gott, geht's Ihnen gut? Glaube schon. Sie hat mir die Vorfahrt genommen, rechts vor links. Aha. Führerschein und Fahrzeugpapiere? Stimmt das? Haben Sie ihm die Vorfahrt genommen? Glaube schon. Sorry. Gibt es dafür irgendwelche Zeugen? Ja, ich habe auch schon alles auf Facebook gepostet. Entschuldigung. Sie sind die Frau, die laut Facebook blutend neben ihrem Fahrrad liegt. Haben Sie Schmerzen? Ziemlich schlimm. Keine Angst, ich kümmere mich um Sie. Sie kriegen von mir auf jeden Fall schon mal ein Gefällt mir. Wo tut's denn weh? Sie können ja mal gucken.